Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier von der wunderschönen Insel Mallorca. Und heute nehmen wir euch ein bisschen mit. Wir zeigen euch unseren wunderschönen Aussichtspunkt, den wir für euch parat haben, als kleiner Geheimtipp, falls ihr den noch nicht kanntet. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir werden heute noch ein bisschen was anderes erkunden. Und falls euch das Video gefällt, gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns nach dem Intro. Juhu! Was ein Upgrade vom Bentley zum hier. Unten, Schatz. Ja, aber wie kriegt man das denn auf? Klicken? Was ein Trick. Auf jeden Fall packen wir unsere Sachen und wir fahren heute nach Santani. Das ist so ein kleines Dörfchen in der Nähe von dem Hotel. Wir fahren da wirklich jetzt eine halbe Stunde hin und da zeigen wir euch den schönsten Aussichtspunkt. Ich glaube, auf ganz Mallorca, das ist richtig traumhaft, oder? Wir waren dort schon zweimal und das wollen wir euch jetzt zeigen. So eine kleine versteckte Bucht, beziehungsweise ja, versteckter Secret Spot. Ich hoffe, und, das Wetter spielt mit. Ja, und vielleicht können wir auch noch was Geiles essen später. Oh ja. Lass uns mal überraschen. Also heute machen wir mal einen kleinen spontan. Let's go! So, we made it! 30 Minuten Autofahrt von unserem Hotel entfernt ist nämlich Santani. Wirklich schön, schönes Dorf, ne? Fahren wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Aber jetzt laufen wir erstmal zu dem tollen Aussichtspunkt. Und ich bin mir sicher, es gibt auf Mallorca viele schöne Aussichtspunkte. Der ist aber wirklich ein spezieller, weil den noch nicht so viele kennen. Und der hat eine Besonderheit und die zeigen wir euch jetzt. Muss man übrigens hier auch noch ein bisschen durch so eine kleine Steinstraße laufen. Aber das lohnt sich. Richtig traumhaft. Es Pontas. Merkt euch diesen Aussichtspunkt, vor allem wenn ihr in der Nähe von Santani seid. Der ist ein bisschen versteckt, man muss so ein bisschen durch so ein paar Gassen schlendern, aber es ist absolut die Aussicht wert. Schaut euch das mal an, wir sind gerade an der Klippe und oh, kein Mensch ist hier, kein Mensch ist hier. Es geht so mindestens, ich schätze mal, 30 Meter runter. Das ist schon nicht ohne, also unbedingt aufpassen. Aber wir können euch einen kleinen Tipp geben, nehmt euch ein bisschen was zu trinken mit, ein bisschen was zu essen. Nehmt euren Müll auf jeden Fall später wieder mit und genießt einfach die Zeit mit eurer Liebsten, eurem Liebsten. Cheers! Oh, du hast ja gar nichts mehr zum Trinken. Und ja, macht euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, vor allem so zum Sonnenuntergang. Einfach nur ein toller Aussichtspunkt. Und ich würde sagen, genießt jetzt mal die Aussicht mit uns. Cheers! So Leute, es zieht sich leider ein bisschen wieder zu. Manchmal kommt die Sonne durch, aber ich hoffe, euch haben die Eindrücke gefallen. Eigentlich hätte ich auch noch meine FPV-Drohne mit, aber scheiße, Kabelbruch. Ich weiß nicht, die funktioniert irgendwie nicht. Ich kann nichts sehen in der Brille. Sonst hätte ich hier nochmal schön ein paar FPV-Aufnahmen für euch reingeballert. Aber vielleicht fixen wir das noch. Und ich würde sagen, jetzt fahren wir mal kurz in die Stadt, nach Santani, essen und vielleicht gucken, was wir so in der Stadt noch finden. Also, sehen wir uns gleich. Ich hoffe, euch hat der Aussichtspunkt gefallen. Habt ihr ihn auf jeden Fall auf eurer Bucketlist.
Der Geruch, ey. Nice. Aber ich liebe das, durch solche Märkte zu spazieren und einfach mal alles probieren zu dürfen. Richtig Hammer. Man bekommt hier alles, von Oliven bis hin zu Schinken, Käse. Also richtig traumhaft und vor allem alles homemade. Nice. In dem Restaurant. Wunderschönes Restaurant, total traumhafte Kulisse, auch mit so einem schönen Intro. Und wir haben uns jetzt Tapas besorgt und natürlich Aperol. Schaut euch das mal an. Wir haben Pimientos, wir haben Gambas und wir haben mallorquinische Kartoffeln. Tapas sind vernichtet. Wie schön ist bitte das Restaurant? Ja, ich finde das Ambiente da unfassbar schön. Man sitzt da total gemütlich und das ist voll romantisch irgendwie, was? Total. Man ist irgendwie in so einer kleinen, ja, das ist wie so, wie soll man sagen, so ein verstecktes, ja, so ein verstecktes kleines Restaurant und so ein bisschen Vintage-Style. Ja. Und das Coole ist, es passen auch nicht alle Stühle zusammen und die Tische, das sind so richtig coole Sachen. Ja, oder? Also wenn ihr mal in Santini seid, können wir euch das auf jeden Fall empfehlen, zumindest für einen Drink. Weil ich muss sagen, die Speisen sind schon ziemlich teuer. Ja. Und leider hatten die auch keine Paella, weil jetzt ein bisschen enttäuscht. Bisschen stark enttäuscht. Aber nichtsdestotrotz, tolles Restaurant. Tapas waren auch sehr gut. Nur halt, wie gesagt, ein bisschen teuer. Also ich würde sagen, wenn ihr mal in Santani seid, gönnt euch mal da einen Drink. Und ja, wir heizen jetzt weiter zu unserem Hotel. Ja. Ich glaube, der Vlog ist noch nicht zu Ende, aber zumindest ist der Trip zu Ende. Also der kleine hier Ausflug. Ich brauche meinen Hoodie. Naja, ist echt kühl geworden. Also wir sehen uns gleich am Hotel. Tschaußen! So, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel und ich muss sagen, der Ausflug war auf jeden Fall gelungen. Wir hatten heute einen entspannten Tag in Santani. Wenn ihr mal in Santani seid, auf jeden Fall mal den Bogen abchecken. Wunderschöner Aussichtspunkt und einfach mal in die Stadt reinlaufen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wir stoßen jetzt mal hier an ein bisschen und lassen den Abend ausklingen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Hier aus Mallorca übrigens. Ciao.